Hier will man sie nicht sehen. Das hier ist nicht ihr Revier. Und hier? Das sieht schon besser aus. Die Rede ist von Porsche Cayenne GTS und BMW X6. Lassen Sie sich vom SUV-Kleid nicht täuschen. Ihre wahre Bestimmung ist die Straße, behaupten jedenfalls die Hersteller. Porsche will mit dem GTS Maßstäbe bei den sportlichen Geländewagen setzen. Und BMW verspricht mit dem X6 für dieses Segment Fahrdynamik in bisher nicht gekannter Form. Was nun? SUV oder Sportwagen? Mit dieser Frage schicken wir Testfahrer Patrick Simon auf den Rundkurs nach Mendig. Erster Kandidat, der GTS. Wir haben hier ein Auto, das geht um die Ecke, wirklich wie so ein Wiesel. Ich weiß nicht, wie man das schafft, 2,5 Tonnen so dynamisch sich bewegen zu lassen, aber Porsche schafft das immer wieder. Der GTS ist die sportlichste Variante des Cayenne. 24 mm tiefer, Heckspoiler und kürzere Übersetzung. Was man merkt ein bisschen ist einfach, dass man, wenn man in die Ecke reinfährt, Gas wegnimmt, das Auto schön präzise reinlenkt und dann das Gas wegnimmt, dass er schon mal mit dem Arsch geflogen kommt. Da muss man schon mal gegenlenken. Also das kann er, aber nicht in den Power Oversteer. Da bringt man das Auto einfach nicht rein, zumindest nicht bei der trockenen Fahrbahn. Das hat seine Gründe. Die 21 Zöller mit Sportbereifung kleben wie Patricks auf der Piste. Unter der Haube werkelt ein 8-Zylinder-Sauger mit 4,8 Litern Hubraum. Also der Motor mit seinen 405 PS im Cayenne GTS braucht definitiv Drehzahl. Also wenn man so mit 2000 dahin gleitet, passiert nicht viel. Irgendwann so ab 4000 kommt dann Leistung. Und dann geht's schon vorwärts. Ist nicht brachial, aber er schiebt nachhaltig. Jeder erwartet natürlich, dass wir hier auch ein entsprechendes Fahrwerk haben. Da gibt es einen Normalmodus, einen Sportmodus. Man merkt schon den Unterschied, dass einfach das Setup einfach ein Stückchen härter ist. Das Auto auf der Vorderachse lenkt präzise ein, zack, geht er sauber rum, schön raus beschleunigt. Was ein bisschen nachteilig ist, ist einfach im harten Modus, gerade wenn jetzt hier so Wellen kommen, zack, lenkt er die immer richtig schön ein. Dann springt er schon ein bisschen auf diesen Wellen. Aber das ist okay. Das ist einfach dann im Sportmodus. Im Normalmodus ist das weg. Für die Luftfederung zahlt man 1.900 Euro. Wenn man hier durch die Kurven fährt und es einen fast aus dem Sitz raushebelt, da habe ich, glaube ich, mehr Seiten halt in dem Ford Transit. Aber man hat Gott sei Dank diese Griffe hier, da kann man sich so ein bisschen festhalten. Also ich habe das jetzt immer gemacht. Immer dann, wenn es ein bisschen fahrdynamischer wurde, hält man sich einfach hier ein bisschen fest, stützt sich ab und schon hat man dann einigermaßen Seitenhalt. Aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck. Fahrdynamik auf einer Rennstrecke in einem Cayenne GTS. Das Auto lenkt sauber ein, aber natürlich erreicht es nicht Sportwagenniveau. In der Präzision schon, aber einfach aufgrund der Masse, aufgrund der Trägheit, da kannst du gar nicht ein Auto so bewegen, wie du das mit einem normalen Elfer vielleicht tun würdest. Turbo-Look. Der GTS trägt die Optik des stärksten Cayenne-Modells. Breite Nüstern sorgen für die richtige Erfrischung des Motors. Und der marschiert richtig. 6,5 Sekunden von 0 auf 100. 251 km/h Spitze. Der Preis? Satte 78.000 Euro. Der Einstiegspreis des BMW X6 liegt bei 74.000 Euro. Immerhin günstiger als sein Konkurrent. 407 PS schlummern hinter den für BMW typischen Nieren. Die sind gut für abgeriegelte 250. Den Sprint auf 100 erledigt der X6 in nur 5,4 Sekunden. Junge, 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 Junge. Schiebt schon ein ganzes Eck besser, oder? Jo. Nur 2 PS hat der Bayer mehr unter der Haube, dafür aber knapp 100 Newtonmeter mehr Drehmoment. Dann kommt die erste Ecke. Oh Mann. Dann schiebt das Ding so schön über die Gerade und dann lenke ich in die erste Ecke rein und habe hier Untersteuern in Perfektion.
leistungsmäßig sind wir ja von der PS-Zahl zumindest eigentlich gleich im Cayenne. Mit dem Unterschied, dass hier noch so zwei kleine Turbinchen am Schaufeln sind. Und da die Luft ein wenig komprimieren, bevor sie in den Ansaugtrakt gelangen. Also das hat man gut gelöst. Es ist nicht so, weißt du, auf einmal geht die Lucy ab und alles ist zu spät, sondern es ist wirklich sehr harmonisch gestaltet und zieht sauber durch, wirklich bis das Ding dann automatisch schaltet. Apropos Schalten, ich nehme einfach hier diesen geilen Joystick, schiebe nach links und mache einfach so ein bisschen wie so ein kleines sequentielle Getriebe im Rennauto so meine Gangwechsel. Da bin ich eigentlich ganz gut mit bedient und es ist okay. Und wenn mir alles zu doof ist, fahre ich auf D, dann können mich alle mal gern haben. Voll variabel sind Allradantrieb und das aktive Differential an der Hinterachse des X6. Dynamic Performance Control, das ist schon ein Wort, das kann ich kaum aussprechen. Beim Fahren soll es die kurvenäußeren Räder zusätzlich beschleunigen, um dadurch einfach noch einen höheren Fahrspaß zu generieren. Also ich spüre es nicht. Das Auto untersteuert relativ stark. Hätte mir eigentlich erhofft, dass durch dieses System einfach die Fahrdynamik noch ein bisschen geschärfter, noch ein bisschen präziser ist. Erst bei Nässe spürt man die Dynamic Performance Control deutlicher. Also egal ob SUV oder SAC, ich habe noch in keinem Auto wirklich so gut gesessen. Und da muss man sagen, aus Freude am Fahren wird bei mir hier Freude am Sitzen. Schönes Feedback in der Bremse. Da ist er besser. Ein bisschen besser als die vom Cayenne. Cayenne ist das Pedal doch immer sehr lang und sehr weich. Er ist hier, zumindest beim ersten Bremsen, einfach schönere Rückmeldung für den Piloten da. Mit dem X6 schafft BMW eine neue Fahrzeugkategorie, Sports Activity Coupé. Der X6 spielt beim Größenvergleich mit dem Porsche in der gleichen Liga. 4,80 Meter lang, 1,70 Meter hoch. Wahrlich keine kleine Erscheinung. Innen geht es zu wie im Standard Cayenne. Es dominieren kühle Sachlichkeit und zurückhaltender Luxus. Aufpreispflichtig 6-Gang-Automatik für 2.600 Euro. Die gibt's bei BMW ohne Aufpreis. Und? Auch hier gibt es für den Fahrer und drei weitere Passagiere Luxus satt. Wir sind extra auf eine abgesperrte Strecke gefahren, um rauszufinden, welcher von beiden das fahrdynamischere Auto ist. Ich muss mal klar sagen, dass der Porsche Cayenne GTS hier als Sieger hervorgeht. Der BMW überzeugt mit seinem Motor, mit wirklich viel Kraft, Turbo aufgeladen und durch ein wunderbares Sitzgefühl, wunderbares Raumgefühl. Der Cayenne aber klar in Sachen Fahrdynamik. Wirklich Sinn machen die Autos keinen. Also ein Spritverbrauch über 15 Liter ist heutzutage nicht unbedingt das Sinnvollste. Aber sie machen trotz alledem irrsinnig Spaß. Also beim Porsche kann man sagen, Freude am Kurvenfahren. Und der BMW ist für mich die Freude am Beschleunigen. Sportlich können die beiden Schlachtschiffe überzeugen. Über Sinn und Zweck dieser Fahrzeuge scheiden sich dennoch die Geister. Vor allem, weil man ihnen eher im Großstadtverkehr als auf der Rennstrecke begegnen wird.